Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulationen. Ich bin der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem neuen Lotus-Video heute. Ja, es gibt ein neues Update für den KT4D von BLV 1986 und dieses Update wollen wir uns heute mal anschauen, denn da hat sich so einiges getan. Es ist nämlich ein neues Script erschienen für den KT4D, welcher natürlich jetzt mit installiert ist natürlich. Es gibt auch insgesamt jetzt zwei Varianten vom KT4D, also wundert euch jetzt nicht. Es gibt einmal die alte Variante, die hat kein Datum hinten dran und da ist nämlich das GT6N-Script eingebaut. Und dann gibt es einmal die neue Variante, die jetzt hinten dran noch ein Datum hat und dem seht ihr an, dass sich dabei um das neue Script handelt. Also hier hat Kira ein absolut neues Script entworfen für den KT4D. Damit ist es ja auch so, dass es jetzt einen neuen Aufrüstvorgang gibt und den wollen wir uns natürlich heute anschauen. Natürlich inklusive dem ganzen, was sich hier noch mit dem Update getan hat, denn das ist wirklich einiges. Also von daher unbedingt jetzt dranbleiben, nicht wegschalten, damit ihr das Ganze seht. Und meine Wenigkeit nimmt meine Doppeltraktion und ihr wisst, so Doppeltraktion ist jetzt nicht so meins, ja. Aber durch das neue Update ist es kein Problem mehr, mit Doppeltraktion zu fahren. Es war ja immer so ein bisschen tricky gewesen, das Ganze immer so hinzusetzen und dann mit Doppeltraktion zu fahren. Das ist jetzt nicht mehr, also ihr könnt das jetzt getrost jetzt einfach machen und dann funktioniert das. Aber wie gesagt, das kommt jetzt alles gleich im Video. Das erzähle ich euch jetzt. Als erstes, was natürlich ein richtig cooles Feature ist, ja, sind natürlich erstmal so eine kleinen Gimmicks, wie jetzt hier zum Beispiel hier oben, sehen wir das hier, der angeklappte Spiegel, ja, und wir müssen ja auch irgendwie in die Straßenbahn rein, ja, das ist auch schon eine interessante Sache, weil einfach nur die F1-Taste drücken ist ja ein bisschen unrealistisch, ne, ihr spawnt euch ja auch nicht einfach nur in euer Auto oder in euer Fahrzeug, ja, rein, sondern wir müssen natürlich auch ganz normal einsteigen und, können wir einsteigen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, ihr seht es hier an der Seite, ne, haben wir so ein kleines Schlüsselloch. Und wenn wir da jetzt raufdrücken, ja, erscheint unser Schlüssel. Und wenn wir jetzt hier Rechtsklick gedrückt halten, seht ihr, wie sich die Türen öffnen. Geil, oder? Mit Linksklick können wir sie wieder schließen. Also ihr müsst links natürlich gedrückt halten und rechts gedrückt halten, öffnet ihr die Türen. So, Schlüssel abziehen, zack, haben wir es, Schlüssel ist raus. Bei dem Spiegel ist jetzt auch was Neues dazu gekommen und das ist wirklich cool. Ja? Wir können den Spiegel jetzt nämlich auf- und zuklappen. Wie geil ist das denn? Ja? Und dann nicht nur so auf- und zuklappen, weil ihr seht ja, wir gucken jetzt komplett in die falsche Richtung. Ihr könnt den Spiegel selbst noch einstellen, wie ihr wollt. Hoch, runter, links, rechts. Alter, wie cool ist das, bitteschön? Also, wo ich vor mir gerade geschrieben habe, es gibt ein neues Update, schau dir das doch mal bitte an. Dachte ich mir so, ja, was wird das sein? So ein bisschen Klimbim, ja? So, schon alleine der Spiegel. Schon alleine der Spiegel ist es auf jeden Fall wert, hier mal ein bisschen mit rumzuspielen. Also, das ist eine coole Sache. Gibt es natürlich so in OMSI ja auch nicht. Da drückst du halt auf den Spiegel rauf, der klappt sich ja dann automatisch. Aber hier kannst du das halt einstellen, wie du das möchtest, ja? Also, das ist schon ziemlich geil. Also das ist, finde ich persönlich, das absolutes Highlight. Jetzt können wir die F1-Taste drücken, denn jetzt sitzen wir drinnen. Die Tür hier ist leider noch nicht animiert, habe ich schon angesprochen, ob das auch mal bei Zeiten irgendwann kommt. Ist geplant natürlich, ja. Also auch hier können wir irgendwann richtig, komplett, richtig schön einsteigen, ja, dass wir dann hier die Innentür auch noch öffnen können und dann sitzen wir hier richtig drinnen. Und ihr seht hier unseren Spiegel, ne? Geil. Aber es ist nicht ganz korrekt eingestellt, da müssen wir jetzt nochmal raus und da müssten wir es auch nochmal einstellen. Machen wir noch. So, jetzt sind wir hier drinnen. Hier hat sich jetzt an sich nicht wirklich viel getan. Es sieht immer noch so aus wie vorher. Ist nicht schlimm, aber der Aufrüstvorgang hat sich hier tatsächlich verändert. Und wenn ihr jetzt hier keinen Schlüssel haben solltet, dann solltet ihr nochmal rausgehen und solltet hier den Schlüssel abziehen. Ja? Also das ist wichtig, ihr braucht den Schlüssel, ihr habt bloß einen. So, als erstes, was wir machen wollen, wir stecken erstmal den Schlüssel rein und drehen schon mal in die erste Position. Fahren jetzt schon mal den Stromabnehmer nach oben. Ja, also ihr seht's, ja, ist oben angekommen. Jetzt gehen wir mal hier nach hinten, gucken hier auf unsere Schalttafel und müssen als erstes die Antriebsschaltung erstmal anschalten. Also hier einmal einen Rechtsklick drauf, zack, ihr hört's klicken und soweit sieht es doch schon mal ganz gut aus. Jetzt zu guter Letzt gehen wir nochmal wieder zu unserem Schlüssel und jetzt müssen wir hier nochmal gedrückt halten. Gedrückt halten, bis die Straßenbahn startet. Zack, jetzt hat es geklingelt, jetzt könnt ihr den Schlüssel loslassen und ihr seht, ne, es springt auf einmal alles an.
Zu guter Letzt jetzt hier noch oben den Hauptstromschalter aktivieren und schon seid ihr fahrbereit. Ich kann euch das zeigen. Wir schalten jetzt hier noch vorwärts und fahren jetzt mal ein Stück vor. Ja, also das funktioniert. Auch ist in dem Update, wurden die Töne nochmal komplett überarbeitet. Ja, also auch hier hat sich von dem Fahrsound noch einiges getan. Zeige ich euch natürlich alles. Und ihr habt es gesehen, hinten spricht die Straßenbahn komplett an. Also auch mit angelegten Stromabnehmer. Also wir haben vorne den einen Stromabnehmer, der halt ausgefahren ist. Und bei dem zweiten ist natürlich, brauchst nicht, ja, weil der Strom wird da durchgeleitet. Ja, haben wir jetzt hinten den angelegten Stromabnehmer. Und wir sind aber auch komplett mit Strom versorgt hinten. Ihr seht, die Bremsleuchten funktionieren, die Türen sind offen. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt mal die Innenbeleuchtung jetzt hier aktivieren, dann ist nicht nur vorne beleuchtet, sondern auch hinten jetzt beleuchtet. Also ohne, dass ihr da jetzt irgendwas machen müsst. Auch cool ist zum Beispiel, dass hier der Spiegel hier zum Beispiel angelegt ist. Also die Position bleibt halt wirklich die gleiche von der zweiten Straßenbahn. Aber hier drinnen seht ihr auch, leuchtet halt einfach alles. Ne? Also so, wie sich das halt gehört. Hier zum Beispiel die 600 Volt Netzlampe ist aus, weil er selbst ja nicht über den Stromabnehmer verfügt. Ist natürlich nur im vorderen, sehen wir hier an der weißen Lampe, ne, dass das Ganze halt dementsprechend funktioniert. So, jetzt können wir hier mal die Türfreigabe machen und können mal so ein bisschen mal rausgehen, denn auch hier hat sich in dem Update einiges getan. Ihr seht oben, ne, schließt sich, es knallt nicht mehr so, wenn wir uns jetzt hier oben diese Lampen mal so angucken, ne. Also hier oben, ich zeige euch das jetzt, wo ist meine Maus hier hin? Hier, also achtet mal jetzt hier drauf, ich drücke jetzt mal hier kurz mal rauf. Ne. Wenn die jetzt gleich zugeht, sollte sie jetzt anfangen zu blinken. Und auch hier hat man die Beleuchtung so ein bisschen angepasst, dass das Ganze nicht mehr so quietschrot halt leuchtet. Auch in dem neuen Update ist hier zum Beispiel der Taster, die Türtaster. Das Gelbe hier drinne sollte allerdings nicht leuchten. Das ist schon bekannt, wird behoben, sondern nur diese kleinen Pünktchen hier ringsrum, ne? Die leuchten natürlich. Und das funktioniert halt auch, wenn wir jetzt hier die ganzen Türen jetzt zum Beispiel jetzt hier öffnen und schließen. Ja, das passiert dann alles von automatisch, ja. Also ihr seht auch, die Türen schließen sich dann so einen nach dem anderen. Ne? Also die schließen nicht alle gleichzeitig und gehen alle gleichzeitig auf und zu. Auch funktioniert das jetzt von innen. Wenn wir jetzt hier raufdrücken, seht ihr, ne, es öffnet sich nur die eine Tür, alle anderen bleiben geschlossen. Also auch hier hat sich in dem Update so einiges getan. Und wenn wir mal gucken, dass hier oben müssten jetzt die Leuchten wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein. Achten wir mal drauf. Und dann, ja, das knallt halt nicht mehr so extremst. So, was haben wir noch? Wir haben den Stopptaster innen. Wir haben die Doppeltraktion vereinfacht, neue Sounds überarbeitet, hatte ich gerade angesprochen. Die werden wir auch gleich nochmal hören. Und sonst, wie gesagt, bei den Außentaster, da ist noch, wie gesagt, der kleine Fehler drin. Das wird behoben. Und ja, somit können wir uns jetzt zumindest mal den neuen Ton anhören. Von daher würde ich sagen, ja, schließen wir das Ganze und...
Ja, also ihr habt gehört, also Soundtechnik hat sich hier natürlich einiges getan und ich finde, sie kommt ja zudem schon sehr nahe, das was ich so in Erinnerung habe von den damaligen Zeiten, wo ich mal mit der Straßenbahn mitgefahren bin. Ich muss dazu sagen, muss mich da ein bisschen entschuldigen, es ist schon mittlerweile viele, viele Jahre her. Ich möchte jetzt nicht lügen, aber das muss noch zu meiner Schulzeit gewesen sein, wo ich damals damit gefahren bin und das liegt jetzt einfach mal schon, über 10 Jahre, kann das schon zurückliegen. Deswegen darf man das da jetzt wahrscheinlich nicht ganz so ernst nehmen. Ob das jetzt so wirklich 1:1 stimmt, kann ich jetzt von daher natürlich jetzt nicht sagen. Aber es klingt auf jeden Fall schon so, wie ich es eigentlich gewohnt bin. Und von daher muss man hier wirklich sagen, also das klingt großartig. Also in diesem Update ist eigentlich richtig viel cooler Content drin. Ja, das animiert absolut zum Spielen, schon alleine wie gesagt das mit dem Spiegel. Aber man hat hier natürlich noch was Geileres eingebaut. Denn es gibt natürlich auch eine, man hat auch nachts hier so ein bisschen was dran gearbeitet. Ach, mal gucken, 5 Uhr sollte ja perfekt sein. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal gucken, ne, man hat hier drinnen die Beleuchtung nochmal so ein bisschen angepasst. Und das sieht doch eigentlich schon sehr, sehr gut aus. Ja, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, es ist jetzt natürlich der hintere Wagen. Ne? Also ihr seht auch hier ist absolut beleuchtet. Und auch hier vorne der Kollege, ne, der ist ebenfalls beleuchtet. Und das sieht dem doch schon sehr, sehr realitätsnah aus. Also die Leuchtstoffröhren, die hier jetzt verbaut sind, die kommen da wirklich schon extremst gut an. Wenn wir jetzt hier uns mal vorne reinsetzen und hier mal die Scheinwerfer jetzt einfach mal einschalten, wenn ich sie jetzt im Dunkeln finde, im Dunkeln ist gut munkeln, nein, aber hier haben wir ja auch noch, können wir das ja auch nochmal einschalten, so, genau, hier war das Ganze, jetzt können wir die Fahrerbeleuchtung ausmachen. Haben wir jetzt hier auch noch ein kleines Spielzeug drin, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Hier hat man eine Funktion ein bisschen anders verarbeitet, als wie sie eigentlich ursprünglich zuständig ist. Und zwar, wenn wir jetzt mal hier drauf achten, wir haben hier unten links ja diesen Heizungsregler. Hier kann man die Heizung einstellen. Ja. Das hat man so ein bisschen umfunktioniert, wenn ihr mal guckt. Hier könnt ihr zum Beispiel die Instrumentenbeleuchtung dementsprechend anpassen. Ob ein bisschen schwächer, ein bisschen heller oder ein bisschen ganz hell oder ganz aus, falls ihr es im Dunkeln nicht braucht, hat man hier noch so ein bisschen so einen kleinen Gimmick hier noch mit reingebaut. Wenn es später die Heizung gibt, wird das natürlich dann ersetzt, ne? Dann kommt da auch wirklich die Heizung ran. Aber für die erste kleine Spielerei, die man hier so haben kann, hat man das Ganze dementsprechend dann halt auch noch mit eingebaut. Und das finde ich eigentlich eine relativ coole Idee halt. Ja? Das ist schon, gibt es ja beim Auto auch, ne? Warum gibt es sowas nicht bei der Straßenbahn halt, ne? Also auch hier hat man natürlich einiges gemacht von der Beleuchtung her. Jetzt sehen wir zum Beispiel, das ist schon sehr, sehr knallig hier, ne? Das mit den Taster hier. Also wie gesagt, in der Regel haut es so nicht hin, aber wie gesagt, es ist bekannt und man arbeitet daran, dass das Ganze dann dementsprechend halt bearbeitet wird. Hier oben sehen wir nochmal die rote Leuchte, ne? Wie sie nochmal leuchtet. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Sache. Machen wir jetzt einfach mal alle Türen auf. Zip. Ja, seht ihr auch, die ganzen Türen öffnen und schließen sich. Also eigentlich... Oh, ich glaube aber, der Ton, der war jetzt einfach abgehackt. Ich glaube, da muss man auch nochmal ran. Der ist doch bis zum Ende, oder? Der macht ja nicht bäh, 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 bis die Türen zu sind. Hier war es, glaube ich, meiner Meinung nach einfach abgehackt gewesen. Wir gucken nochmal. Ja, öffnen nochmal die Türen. Und schließen das Ganze. Also hier können wir mal tatsächlich dieses... noch 2-3 Mal länger machen lassen. Weil ich glaube, meiner Meinung nach, mich daran zu erinnern, dass die halt wirklich so lange gebimmelt haben, bis dann die Türen auch wirklich zu waren. Ja, und soweit startklar. Auch hier hört er zum Beispiel, wenn wir jetzt in die Kurven fahren, schleifen so richtig schön die Schienen so. So muss das sein. Das hat sich früher wirklich so angehört. Da denkt man dann auch mal sonst irgendwas. Und ich glaube auch gehört zu haben, wenn wir zum Beispiel über einen Weichen oder sowas fahren, hören wir das ganz leicht poltern. Gut, hier haben wir jetzt natürlich nichts. Jetzt müssen wir mal kurz mal weiterfahren.
Naja, haben wir jetzt auch nichts gehört. Aber ich dachte, ich hätte da irgendwas gehört. Wir werden mal weiterfahren. Hui. Oh, Radschlupf. So, jetzt hier. Jetzt müssen wir mal nochmal hinhören. Ne? Da hört man so leicht. Also ein leichtes Geräusch ist hier auf jeden Fall zu hören, dass wir da so rüber poltern, halt praktisch so über die Weichen. Also das ist halt auch, ne, das passt halt. Das mit dem Radschlupf, das ist mir auch neu. Warte mal, wir probieren es nochmal. Naja, also wir rutschen richtig schön. Also auch das sieht wirklich fantastisch aus. Machen wir jetzt nochmal gleich. Weil ich will mal gucken, weil von außen müsste man eigentlich sehen, wie die Bolzen hier unten sich wirklich nach unten knallen bei der Notbremsung. Werden wir mal gleich mal drauf achten. Deswegen werden wir die Kameraposition mal schon so ein bisschen dahin legen. Ja, wir können es uns auch mal ganz genau angucken hier. So, so richtig schön rüberschleifen. Das sind wir richtig. Der rutscht und rutscht, ja. Ja, sieht natürlich fantastisch aus, wenn das Ganze halt auch funktioniert halt. Und ja, also hier muss man wirklich sagen, also hier ist ein Update entstanden von dem KT4D, wo man halt sich wirklich so denkt, so Wahnsinn, dass da wirklich immer noch dran gearbeitet wird, obwohl Kartoffelphantom ja nun zum Nikolaus, ja, die Bombe hat platzen lassen mit dem T6R2, den er jetzt ja nun angekündigt hat für den Lotus-Simulator. Das ist mein Must-Have-Straßenbahn-Vehikel, ja, also das Ding muss ich haben. Ich bin T6 A2-Fanatiker, ich weiß nicht, es ist ja genau der gleiche wie der KT4D, bloß ich mag halt, das mochte ich damals halt schon nicht und das ist, hat sich bis heute auch nicht verändert, ich mag dieses Knickgelenk drinnen nicht, ne? Das, ich weiß nicht, das sieht irgendwie, naja, das ist Geschmackssache wahrscheinlich, da kann man drüber streiten, deswegen ist der T6 A2 eigentlich mein absoluter Favorit, ja, also so an Punkt Straßenbahn und alles sowas, da kann ich absolut nichts Gegenteiliges finden, ja, bei dem T6 A2 und, freue ich mich natürlich. Aber da kann man sich halt denken, warum macht BLV noch weiter? Wenn halt jetzt, ich sag mal, jetzt eine Kartoffelphantom jetzt dran sitzt, den KT4D komplett neu überarbeitet, den T6 A2 rausbringt. Also eigentlich kann man hier von der Tatra-Familie sprechen, die er jetzt hier für den Lotus-Simulator veröffentlicht. Ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil man halt einfach so sagt, das ist was. Das ist seins. Das ist seine Straßenbahn. Er hat diese Straßenbahn für den Lotus-Simulator verfügbar gemacht. Und er will da natürlich weiter dran festhalten. Warum soll er aufgeben? Das macht keinen Sinn. Er hat so viel Zeit investiert, zusammen mit Kira natürlich. Ja, warum sollte man jetzt aufgeben? Und es ist nun mal so, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, so heißt es ja nun mal. Wer sagt unbedingt, dass die Tatra von Kartoffelphantom unbedingt besser sein muss, als jetzt zum Beispiel die jetzt von BLV 1986. Hier sind alle Möglichkeiten offen. Er könnte die ganze Straßenbahn einfach nochmal komplett von den Texturen her komplett nochmal neu überarbeiten. Er hat jetzt jemanden, der wirklich gut scripten kann. Und ihr seht das also schon alleine mit dem Spiegel hier. Ja, das ist großartig. Das ist Faszination. Ist natürlich, sind alle Türen offen. Ja? Also man könnte hier natürlich wirklich sagen, es ist halt die Straßenbahn von BLV.
Und da braucht man sich wahrscheinlich auch, wie viele C2s gibt es für OMSI, wie viele O530-Versionen gibt es für OMSI und so weiter und so fort. Warum soll es halt nur eine Tatra geben? Hä? Warum soll es nur ein KT4D geben? Und ich denke mal, beide Straßenbahnen werden ihre eigenen Details haben, ihre Liebe zum Detail. Und ich denke mal, da braucht sich BLV absolut nicht verstecken. Wir haben hier eine wirklich großartige Straßenbahn für den Lotus Simulator. Und das muss man hier einfach mal de facto festhalten. Diese Straßenbahn, die könnte eigentlich schon fast zu dem Fuhrpark für Lotus dazugehören. Ja, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagen könnte, ja, Orgulus Software kommt jetzt an und sagt, ihr gebt mir, ja, dann könnte zum Beispiel BLV sagen, nö, ist meins. Also stimmt ja auch, aber das ist so. Hier muss man wirklich schon sagen, das Modell ist absolut hübsch geworden. Und ich erinnere mich, wie gesagt, noch, als wäre es gestern gewesen, wo ich die erste Fassung davon hatte, wie viel Zeit mittlerweile vergangen ist und was Tolles, was Wundervolles hier praktisch so entstanden ist. Also das muss man hier einfach mal sagen. Und gerade für Fans dieser Straßenbahn, ja, ist es natürlich ein absolutes Nonplusultra. Also solltet ihr den Lotus Simulator haben, ist das Pflichtprogramm. Ja? Also holt euch den Steam Workshop und ladet euch den KT4D runter von BLV 1986. Hier ist wirklich einfach alles richtig. Es hat sich so viel getan und ich hatte jetzt gerade auch ein Gespräch jetzt schon mit BLV gehabt, der hat mir dann schon so ein bisschen erzählt, was vielleicht jetzt so als nächstes kommen könnte und was er da so ein bisschen vorhat, eventuell hier mit dem KT4D, klingt alles wundervoll. Also wenn das alles umgesetzt werden kann, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr, denn eher nächstes Jahr, kann uns hier eigentlich nur Gutes widerfahren mit dem KT4D. Und deswegen wird der Kampf nachher, wer die bessere Straßenbahn hat, kann man hier eigentlich nicht sehen, weil irgendwo steckt halt anderes Herzblut drin. Deswegen kann man sagen, das ist BLV, das ist Kartoffelphantom und das sind zwei verschiedene Straßenbahntypen. Also ein Typ schon, aber zwei unterschiedliche Bauweisen. Dass man hier wirklich sagen kann, man kann die beiden Straßenbahnen nachher eigentlich miteinander nicht vergleichen, weil es steckt halt irgendwo überall Arbeit drin. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt hier den BLV auch finanziell nicht so unter die Tasche greifen kann. Es wäre natürlich schön, ne, wenn man hier so eine Spendenseite irgendwie einrichten kann. Haben schon drüber gesprochen, das geht so leider nicht so einfach. Wäre natürlich cool, weil das ist hier, wir reden hier schon langsam von absolutes Payware-Niveau, ja, also ich habe Busse gesehen und Straßenbahn gesehen in OMSI, das ist Wahnsinn, dass sowas veröffentlicht wurde, aber hier mit dem KT4D, weiß ich nicht, das ist ein absolutes Top-Fahrzeug, mehr kann man dazu absolut nicht sagen. Das war auf jeden Fall das neue Update, ich gucke nochmal rüber, also wir haben einen neuen Aufrüstvorgang, den ich gezeigt habe, wir haben die neuen Außentaster, wir haben die bewegten Spiegel, die mir absolut, die sind gigantisch. Wir haben die Innenbeleuchtung gesehen, die überarbeitet worden ist. Die Stopptaster innen, die hatten wir natürlich auch gesehen, dass diese jetzt funktionieren. Die Doppeltraktion, habt ihr gesehen, wie einfach das Ganze jetzt so funktioniert. Und die Sounds, die überarbeitet worden sind, da muss man wirklich sagen, das stimmt auch. Wir haben hier, wie gesagt, also die zwei Varianten, solltet ihr das natürlich euch runtergeladen haben. Wundert euch nicht, wie gesagt, bei den zwei Varianten. Ich war auch erst ein bisschen irritiert. Also es gibt, wie gesagt, einmal die alte ohne Datum. Das ist das ganz normale Standardmodell, so wie ihr es bisher kanntet, weil da ist der GT6N-Script drin. Und dann gibt es einmal die neue Variante, da ist hinten ein Datum dran, das ist immer das aktuellste Datum. Und da ist das neue Script von Kira drin. Und das Ganze, was wir, wie gesagt, heute hier in diesem Video gesehen haben, ist das neue Script von Kira. Und damit muss man sagen, großartiges Update. Ich freue mich auf die nächsten zukünftigen Updates hier vom KT4D und hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, schreibt es in die Kommentare, ob euch noch irgendwas aufgefallen ist, was ihr eventuell besser machen würdet oder einfach auch mal nur ein Lob dalassen. Das wäre natürlich auch himmlisch, denn der BLV wird sich das Video definitiv angucken. Und wenn ihr natürlich dann Fragen habt oder sowas, dann wird er sie euch wahrscheinlich dann auch direkt beantworten können. Und damit wir das Video jetzt nicht ganz so lang machen, denke ich mal, verabschiede ich mich jetzt hier einfach. Bedanke mich, dass ihr dabei wart und freue mich natürlich, wenn wir uns zum nächsten Lotus-Video hier wiedersehen. Und verabschiede mich hier, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!